Maniacs vs. Inside Silver. Okay, Inside Silver ist die letzte Mannschaft diesen Strang dieser von der Alien Tour, von der Galaxy Tour. Und ja, die wahren Stormwolf stand da. Und zwar sind das die Aliens. Und quasi, das ist quasi auch das Alien, was man auf Nyrenia findet. Falls ihr schon auf dem Thumbnail gesehen habt, ja, das ist quasi der Tourgeber. Okay, ja. Sehr interessant. Schade, dass man die nicht mehr irgendwie gesehen hat, auf welchem Planeten die sind oder sonst irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob man die auch irgendwie rekrutieren darf oder kann. Weil im Spiel sind sie ja. falls jemand was weiß, kann es ja gerne in die Kommentare reinschreiben. Ob es da irgendwie auch eine Art Kicker-Cache dann gibt. So, wenn wir die nämlich auf S-Rang haben, können wir schon mal die ersten Truhen öffnen. Und dann können wir auch mit den eigentlich richtigen Strang loslegen. Und zwar mit den Aliens. Na, also, dann geht's eigentlich los mit Silica und Co. So, ja, warum nicht? Machen wir Grausgranate. Habe ich nichts gegen. Oh, Blocker. Zwei Stück. Miroluxmin. Ich finde das witzig, dass die hier nackt sind. Die haben also kein Trikot. Also ich gehe davon aus, dass man die nicht bekommen kann. Sonst hätten die... Oh, shit. Irgendwelche Trikots an. Ja. Wäre aber auch irgendwie witzig. Ist das Abseits? Kein Abseits, okay. Die irgendwie im Mundtot zu sehen. Also, Sturmbezwinger, let's go. Einfach mal drauf. So, falls das letzte Video euch angeguckt habt, das war ja dann ein Stream. Da habe ich ja mal die, den schwarzen Raum mal gezeigt und einmal trainiert. Können wir auch nochmal drauf eingehen, für die Leute, die es verpasst haben. Für die Leute, die es über die Playlist schauen, die werden das wahrscheinlich dann auch mitbekommen haben, weil in der Playlist ist ja alles drin. So, folgendermaßen ist passiert. Wir haben trainiert und dadurch ist die Schusskraft ein wenig erhöht. Jordan ist noch nicht auf Max, tatsächlich. Oder wohl, doch, nee, warte. John ist auf Max und auch Gail ist auf Max. Inaba war derjenige, der noch nicht auf Max ist. Das heißt, mir fehlt halt ein bisschen Geld. mir fehlt einiges an Geld noch für die ganzen anderen Werte von den ganzen Leuten hier. Also das heißt, das Ganze werde ich ja dann wieder offscreen machen. Das heißt, ich werde ein bisschen Geld sammeln und dann wieder dann was einsetzen. So, die Frage ist natürlich an die Mittelfeldspieler, zum Beispiel an Cubic. Was meint ihr, was soll ich nehmen? Soll ich hier auch erstmal auch irgendwie, keine Ahnung, bis zum gewissen Punkt, also ich habe hier über 200 Punkte, ich sag mal so einen Grobschnitt 200 Punkte zu verteilen. Ich könnte jetzt die 200 Punkte in Schusskraft setzen, dann hat er für Jadetiger mehr Schusskraft. Ihr könnt mir ja gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr die Aufteilung machen würdet oder ob ihr Cubic jetzt tatsächlich das gebt, weil ansonsten die anderen Werte sind eigentlich okay. Vielleicht noch ein Abwehr noch was rein oder so. Das gleiche gilt auch für Sparrow, was ich da verteilen soll. Und für Fuß, glaube ich, werde ich natürlich auf Abwehr gehen, weil mehr Verteidigung. Ja, also wir haben echt viele Verteidiger tatsächlich, ne? Muss mal gucken, dass ich vielleicht den einen oder anderen wieder umpacke. So, hier ebenfalls Robo. Das sind so die drei Kandidaten, die ja eher im Mittelfeld sind bei uns. Meistens habe ich eine Vierer hinten. Habe ich hier mal gerne. Da weiß ich noch nicht, was ich hier wirklich draufpacken soll.
Schusskraft wäre vielleicht auch in Ordnung. Abwehr vielleicht noch was. Falls ihr Ideen habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben für die drei Charaktere schon mal. Bei den offensichtlichen, da packe ich natürlich Annahme oder halt Abwehr drauf. Aber so im Mittelfeld weiß ich nie immer so, was nehme ich denn da? Das ist immer so, so das Problem. Jetzt können wir schon mal schauen, ob irgendwie Auswirkungen kamen. Und Zero Magma wurde auch gesagt, sollte man lernen, ist eine starke Technik. Ja. Ja, jetzt kommt auch auf die 1000. Endlich, endlich. Ja, ich bin immer noch überlegen. Omega Prisma und Zero Magnum. Wäre nicht schlecht. Aber da muss ich gucken, weil die kosten ziemlich viel TP später dann. Ob ich vielleicht auf ihn... Habe ich auf ihn schon... Ja, da muss ich doppelt Spareffekt drauf spielen, sonst kann ich nur einen Schuss machen und das war's dann. Und das ist echt traurig. So. Dann gucken wir mal. Dann können wir hier auch direkt einen Schuss rein zimmern mit Sturmbezwinger. Noch geht das ja alles. Ich bin gespannt, wie stark dann Silica wird, ob die jetzt stärker sind. Ich hoffe, die fangen mit 40 schon an. Mit 40, 50, das wäre natürlich passender. Weil die müssen ja stärker sein als in der Story. So, nächstes Mal halte ich aber, was nur ab. Schlecht. So, 3-0 haben wir schon mal gegen die Aliens. So, und wir gehen auf. Ja, wir gehen auf Schwarzbogen. Plasma Ball. Go-To. Können was machen. Machen aber jetzt hier nichts. Wir hätten auch Falterschuss gehen können. Aber ich will hier erstmal Eierkuchenfalle leveln. Zack, erstmal geblockt. Wunderbar. So sollte es sein. Und dann gehen wir hier einmal auf Wolfsgeheul. Und der erste, der kommt, der blockiert schon. Ist auch direkt sofort geblockt. Okay, alles gut. Und dann gehen wir hier auf Eislaufblock. Zack. Und dann versuchen wir es einfach gleich nochmal. Ach ja, dann kommt ja meine Lieblingsarena. Oh Mann. So, Omni-Vernichter können wir auch nochmal wirken. Ich finde Omni-Vernichter sieht schon ziemlich nice aus. Ja, das sieht doch schon mal viel, viel besser aus. Das war auf jeden Fall eine gute Idee, das zu machen. Und so habt ihr dann auch mal alle Modis gesehen. Wie gesagt, am sinnvollsten ist es nur, diese Dino-Flucht zu nehmen, 2000 zu nehmen und dann einfach da alles reinballern. Geld kriegt man relativ schnell wieder zusammen. Wenn man dann noch die Fähigkeit mit mehr Alan mitnimmt. Ich weiß gar nicht, gibt es die überhaupt noch? Wenn nicht, dann einfach nur S-Ränge machen, ältere Touren oder neuere Touren machen oder weiter mit Touren machen und das kommt immer alles von alleine. Da kriegst du den Ball noch, wunderbar. So, dann können wir auch direkt den Sack zumachen hier, ne? Mit 5-0 schon. So, Antikosmos sollte jetzt auch hoffentlich über 1000 kommen, ja, ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Aktuell habe ich noch nicht die besten Schuhe. Ich weiß gar nicht, welche die besten Schusskraftschuhe sind. Aber ich werde wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viel dann an
Ausrüstung farmen gehen, das ist mir dann zu blöd. Wenn ich die Tour einmal durch bin und alles auf S-Ring habe, dann juckt mich die Ausrüstung auch nicht mehr. Und dann habe ich ja mein Ziel erreicht. Und dann ist das ja eigentlich auch schon vorbei. Aber bis wir hier durch sind, das wird noch dauern. Das wird auf jeden Fall noch dauern. Erstmal ist Halbzeit. Wir haben hier nur ein paar fertig. Also da kommen ja noch einige dazu. Wir haben noch die Naiv-Tour, die Nostalgie-Tour, wir haben noch die verknüpfte Tour. Wir haben noch die Sturm-Tour. Das sind alles noch die, die noch vor den 99er-Touren kommen. Also bei Dr. Cryptix. Ja, darf man auch nicht vergessen. Dann die von diesen Winterseher, die Tour. Dann diese Funaki-Tour. Diese andere Dude da. So, dann haben wir jetzt die Galaxy-Tour. Die gehen wir jetzt an. Es ist... Hey, da ist mein UFO. Siehst du? Guck, guck. Da ist mein UFO. Ja, wenn die nicht die Technik haben, weiß ich aber auch nicht. Ja, die haben natürlich kein Geschlecht. Dann kommt noch der Anführer, der Vogelgedöns da, ne, der im Dorf lebt da. Ragang oder wie der heißt, der ja Dingens geholfen hat. Terry und Ricardo. Ja. Und dann fällt mir, glaube ich, erstmal nichts ein. Gut, wir müssen noch eine verlorene Tour noch gegen Supernova noch antreten und dann noch die S-Ränger machen. Also bei Tori Vanguard. Das müssen wir auf jeden Fall noch vorher machen und wir müssen natürlich noch gegen die Fusion antreten. Die Fusion, wo ich das gerade anspreche, möchte ich gerne tatsächlich, wenn ich alle Teammitglieder habe. Deswegen mache ich das erstmal die Touren, wo ich die Mitglieder holen kann. Also es fehlen nur noch zwei Stück und dann gehen wir auch sofort quasi nach der Tour. Oder machen wir das, nee, sofort das Spiel? Ich weiß noch nicht. Gegen die Fusion aus Urknall und Supernova. Und dann bin ich sehr gespannt, weil dann kriegen wir den dritten Stern, wenn wir das durch haben. Und dann kommen noch zwei Sterne. Und ich bin sehr gespannt, was noch auf uns zukommen wird. Was für Mannschaften. Oder das ist einfach nur ein gecheatet und da kommt nichts mehr. Aber es muss ja was kommen. Also es gab ja schon allein in Go 2 ja 4 Sterne. Oder auch 5 Sterne. Der erste Stern gab es ja durch Durchspielen, dann der zweite war ja gegen die Destruct. Nee, gegen diese Reunion Inazuma 11. Dann kam ja Destructors. Und danach kam eigentlich in dem Fall Nosferatu oder die... Nee, Nosferatu. Warum sage ich immer Nosferatu? Nosfanatica oder die Werwolf-Gedöns da. Die kam... Ja, genau, mit denen hatte ich gehofft, dass das passiert. Das war ja auch schon der nächste Stern und dann gab es ja die Fusion aus Vulpin und Draculs Mannschaft. Kinder der Nacht. Und das war ja das letzte quasi, was man erreichen konnte. Wenn ich mich nicht ganz irre. Und hier ist es ein bisschen anders. Hier kommt man direkt... Boah, das ist natürlich mies, dass alles geblockt wurde jetzt. Hier ist es so, dass man direkt gegen Supernova antreten kann nach der Story. Würde ich aber nicht empfehlen. Also ich würde erstmal das Team aufbauen. Ein Team erstellen. Bis zu 11 Spieler und dann würde ich das machen.
Und dann kommt auch schon die Fusion. Aber was danach kommt, bin ich echt über... bin ich mal sehr gespannt. Also ich habe mich ja schon spoilern lassen wegen den einen Safe State, was quasi noch kommen könnte. Also das heißt, da könnten zwei Mannschaften noch auf uns warten. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Machen wir erstmal das hier fertig, bevor ich mir dann Gedanken mache. Na. Und dann geht es auf jeden Fall nur noch mit den Touren weiter, wenn wir mit dem anderen Postgame fertig sind. Ja, ich will mir auf jeden Fall jetzt erstmal noch die letzten zwei Spieler holen und man weiß eigentlich schon, welche das sind. Das ist nämlich Osrock und Vulpine in seiner Mixi-Max-Form, die man bei den Kapseln bekommt. Also nicht Osrock, dafür muss ich natürlich gegen die Exar-Flotte antreten, deswegen sind wir gerade auch in dieser Tour drin. Ist ja auch logisch, ne? Das macht ja natürlich Sinn, dass wir hier gerade sind. Und dann müssen wir noch gegen Dunkle Engel oder sowas antreten, weil dafür brauche ich, glaube ich, ein Item oder so ein Mist. Und ich meine, das ist Nosgal die Tour, die wir dann angehen müssen. Ja, das werden wir machen. Und dann gehen wir endlich mal weiter in der Afterstory. So, Postgame sind wir eigentlich mittendrin, ne? Aber die Afterstory, die Postgame-Story ist ja was ganz anderes als die Touren. Wir machen ja alles quasi, alles nach der Story hier. Hauptstory. Gesteinshammer lernt er. Na guck mal, wir kriegen jetzt hier schon mal wieder 2500 Elan, also... Ich glaube, wir kriegen recht wieder viel Elan. Ich weiß noch nicht, an welchem Punkt ich wieder mache. Ich muss mal schauen. Gut, dann würde ich sagen, öffnen wir die Truhen. Wir haben alles mit S-Rang bestückt, wenn ich nichts ausgelassen habe. Aber ich meine, wir haben alles durchgängig geschafft. Und bin gespannt, was wir dort Nettes kriegen. Also würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Wir haben nun den ersten Strang der Galaxy Tour mit S-Rang bestückt. Von Fire Dragon bis zur letzten Mannschaft und haben hier nun einige Truhen, die wir öffnen dürfen. Und angefangen natürlich mit der ersten Schatztruhe in der Galaxy Tour. Was haben wir hier Schönes drin? Eine goldene Münze. Wow! Also, einfach nur wow. Ist okay. Also nichts Berauschendes. Gehen wir weiter zur zweiten Schatztruhe. Bekommen die Anleitung Ölfontäne. Ja, kann man bestimmt jemanden beibringen. Ist jetzt nichts so ganz so krasses, muss ich sagen. Vielleicht werden die anderen Truhen ein bisschen geiler. Schatztruhe Nummer 3. Wüstensurfer, nochmal eine Anleitung. Eine Dribblings-Erdtechnik. Ja, gern gesehen. Dann Schatzruhe Nummer 4. Neues Wappen erhalten. Elite Kommando A5. Okay, neues Wappen. Ah, gut. Immer noch nicht berauschend. Vielleicht gibt es ja in Schatzruhe Nummer 5 was Geiles. Ah, okay, Feuereiferschuhe. Weiß ich nicht, ob die gut sind. Vermutlich nicht. Ich bin halt nie so ein Fan davon, dass man einen Kleidungsartikel hier rausbekommt aus den Truhen. Das habe ich ja schon öfters erzählt. Dann machen wir weiter mit der Schatztruhe Nummer 6. Und bekommen Doppelsäge. Doppelsäge ist auf jeden Fall eine starke Feuerverteilungstechnik. Muss man sagen. Dann, bevor wir die S-Rang natürlich öffnen, machen wir erstmal hier die Schatztruhe Nummer 7.
und bekommen einfach einen Kreuzanhänger. Ich glaube, Kreuzanhänger ist nicht wirklich berauschend. Hat nicht so gute Werte. Sehr enttäuschend. Sehr enttäuschend. Ich hoffe, die Erstrangtruhe ist echt gut. So, gewinnen alle Spiele von Anfang bis hier mit S-Rang haben wir gemacht und können nun Schatztruhe Nummer 8 öffnen. Und bekommen die, ja, die Fähigkeit, Anleitung, auf den Zahnfleisch. Ich glaube, für einen Torhüter ist das, glaube ich, ganz gut. Oder so. Oder mit KP oder sowas. Irgendwas war da mit... irgendwann war da. Ja gut, ich bin jetzt nicht so ganz begeistert von den ganzen hier. Ja. Dann geht es natürlich weiter hier in den Abteil. Eigentlich ist es aber auch Fehler, ne? Schloss 2 ist irgendwie, finde ich, falsch. Ist auch das erste Schloss, aber egal. Verwende das galaktische Ticket. Das werdet ihr natürlich beim nächsten Mal sehen. Ich hoffe, euch hat es hier gefallen, geholfen. Wenn ja, lasst es mich wissen und wir sehen uns hoffentlich dann beim nächsten Spielmatch wieder. Also, bis dann!